Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich für dich ein Haul, denn ich war shoppen und ja, wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Vorab eine kleine Bitte an euch, falls du mich noch nicht abonniert haben solltest, wäre das total cool, wenn du das nachholen könntest, denn damit würdest du mich unheimlich doll supporten und ja, es ist heute der 1.1. und die letzten Böller werden hier gerade noch ein bisschen verschossen. Das ist ein bisschen blöd. Deswegen passt Schatzi gerade auf meinen Hund auf Sammy. Und ich habe Julius, also unseren Sohn, hier im Raum, damit alle irgendwie so ein bisschen gechillt werden können. Und ich habe mir einfach gedacht, dass ich mit meiner Mutterstimme dann meinen kleinen Sohn jetzt so ein bisschen besudel und ihn dann einfach auch von dieser ganzen Böllerei ablenken kann. Ja, übrigens, ich habe ein Buch rausgebracht, das wurde dann tatsächlich heute auch gelauncht. Hallo Mr. Bauchi, das ist mein Schwangerschaftstagebuch. Falls du Bock hast, da ein bisschen was drüber zu lesen, schau gerne in der Infobox vorbei, da habe ich dir das verlinkt. Das ist im Pelletier Verlag erschienen und wow, ich rede schon super viel am Anfang, ohne überhaupt auf das Thema einzugehen. Ich habe ein Haul, Leute. Und zwar... ich habe zu Black Friday bestellt oder zu irgendwelchen Sale-Aktionen. Das war ja immer mal wieder im November, im Dezember. Hast du immer wieder die Möglichkeit gehabt, Produkte ein bisschen günstiger zu bekommen. Und oder es sind neue Launches gewesen. Oder. Und das möchte ich euch einfach zeigen. Das sind alles Produkte jetzt in diesem Video, die ich mir selber gekauft habe. Ich habe mir nämlich überlegt, dass ich dann ein separates Video mit den PR-Haul-Sachen machen werde. Das kommt dann demnächst mal online, falls du das nicht verpassen möchtest. Also nochmal die kleine, aber feine Bitte, kannst mich gerne abonnieren. Ja, dann wirst du das auch nicht verpassen. So, ich habe das alphabetisch vor mir liegen und starte mit bei Beauty Bay, beziehungsweise mit Beauty Bay. Genau, denn ein Produkt, was ich gekauft habe, ist nicht von Beauty Bay selber. Und zwar von Revolution Skincare London, die Vitamin C Glow Eye Patches. Und da sind 60 Stück drin. Ich mag super gerne Augenpatches. Dadurch, dass ich halt ein kleines Kind habe, sind die Nächte bei mir jetzt nicht so ganz gut. Und dann ist es ganz schön, wenn ich mir morgens einfach ein bisschen aus dem Kühlschrank die Patches nehmen kann, ne? Ein bisschen drauf machen. Fertig ist die Laube. Super angenehm. Und ich finde es halt cool, dass du das halt hier in so einem Pöttchen drin hast. Ist platzsparender und ich glaube, du hast auch tatsächlich weniger Müll dadurch, ne? Genau, denn da sind 30 Anwendungen, also 60 Stück drin. Jo, dann habe ich mir überlegt, dass es doch eine ganz coole Idee wäre mittlerweile, so ein Full Face bei Beauty Bay mal zu machen. Denn bei Beauty Bay hat nicht nur ultra geile Paletten und da auch gerade schon wieder neue rausgebracht, sondern halt auch mittlerweile ein recht großes Sortiment. Also ich habe damals angefangen, ich glaube mit den Lippenprodukten, das war das erste, was die rausgebracht haben. Dann hatten die Blush Bronzer Highlighter und so, ne? Und jetzt mittlerweile, es ist immer mehr. Ja komm, ich zeige euch mal die Lidschattenpaletten, die ich mir jetzt gekauft habe. Da habe ich mich auch ein bisschen anfixen lassen von der lieben Peggy. Und Morbus Black, die hat es nämlich, glaube ich, auch in die Kamera gehalten. Dark Fantasy ist hier nämlich die erste, die ich mir gekauft habe, die einfach auch super schön aussieht. Und da, also hinten so ein bisschen Matrix-Style und vorne ist es einfach so Popkultur oder weiß ich nicht so. Nee, nicht Popkultur, Quatsch. Ja. Finde ich einfach cool. Ja, und das Ding ist einfach, also ihr seht hier die Farben, ne? Die Qualität von den Beauty Bay oder bei Beauty Bay Paletten ist überragend, Leute. Also falls ihr wirklich Bock auf bunte Paletten habt oder auf, keine Ahnung, auch neutrale Paletten haben die ja, ne? Schaut dort auf jeden Fall mal vorbei. Die haben super tolle Haltbarkeiten, Konsistenzen, tolle Finishes. Also was du hier auch mit drin hast, das hast du auf dem Auge. Das ist so schön. Ich kann euch das wirklich nur empfehlen und deswegen habe ich so viele schon von denen und die Dark Fantasy ist natürlich ein Highlight überhaupt. Ne? Du hast natürlich auch helle Töne, aber dieses Silber oder diese Grüntöne, total schön. Ein schimmerndes Schwarz beziehungsweise das mit diesen Mikroglitzerpartikeln, das haben wir schon in anderen Paletten gesehen, finde ich hier aber auch sehr, sehr hübsch. Und ja, da habe ich richtig Lust drauf, die mal auszuprobieren. Was ich ja aktuell mache, das habt ihr vielleicht auch schon bemerkt,
Hat verschiedene Gründe. Also, YouTube Shorts ist etwas, was ich jetzt auch vermehrt nutze. Zum einen ist das so, dass YouTube das gerne möchte, dass wir das halt vermehrt nutzen als Creator. Dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, mache ich das? Muss ich mir nur überlegen, was gebe ich euch denn dann da als Content? Weil ich bin jetzt kein Fan von diesen mega Kurzvideos und deswegen mache ich das so, dass ich jetzt aktuell durchgehe und meine komplette Lidschattenpalette, Palettensammlung swatche. Und für jede Palette dann einen Short erstelle. Das hat dann den Effekt, dass zum einen YouTube ist gechillt, es gibt Shorts von mir, dann für euch noch weiterer Content und wenn ich dann eine Palette verwende oder so, kann ich euch sagen, und hier habe ich übrigens das Short dazu, da seht ihr dann die Swatches. Wisst ihr, was ich meine? Mega cool! Das heißt, es ist sehr gut möglich, dass eben schon Swatches zu den Paletten, die ich jetzt hier auch liegen habe, in den YouTube Shorts bei mir mit drin sind. Ne? Weißt du Bescheid. So, dann kann ich die nämlich auch direkt verlinken, wobei so viele Infocards habe ich gar nicht. Auch geholt habe ich mir, sehr im Kontrast zu der Dark Fantasy, die New Mood. Das ist eher so die helle Geschichte, ne? Auch total schön. Und ja, das ist einfach so hübsch. Braucht man jede bei Beauty Bay Palette? Nee, eigentlich nicht. Aber ich finde die halt so hübsch und ich würde fast schon sagen, dass ich die mittlerweile sammle, weil ich die so gut finde. Und ich habe die auch zu einem Zeitpunkt bestellt, wo die richtig krass reduziert waren. Ich glaube, da hat eine so eine Palette 5 Euro oder so gekostet. Das war echt heftig. Und du hast, wie gesagt, eine tolle Qualität. Hier hast du weniger Schimmertöne als in der Dark Fantasy, glaube ich. Der Euphoric sieht auch schon richtig geil aus. Oh, habe ich Bock drauf. Und ich mag das, ne? Also ich bin ja auch ein Fan von diesen etwas ausgefalleneren Looks. Jetzt gerade habe ich mit der Urban Decay Honey Palette mal so einen ganz, ganz easy peasy Look mal geschminkt, mal wieder. Ab und an brauche ich das auch mal. Genau, gerade weil ich eben Julius auch hier oben mit hatte, ne? Okay, so viel dazu und auch zu den Erklärungen zu den ganzen Shorts, die ihr jetzt wahrscheinlich mittlerweile wohl mal gesehen haben könntet. Dann hat bei Beauty Bay auch sogar eine Eye Base rausgebracht. Sehr passend halt, ne, weil die haben ja auch großartige Lidschattenpaletten und die wollte ich dann auch mal ausprobieren. Wie gesagt, Full Face bei Beauty Bay wollte ich mir dann definitiv mal gönnen. Die scheint weiß zu sein. Interessant. Dann habe ich noch ein Augenbrauen Gel, was so ein bisschen was von diesem Anastasia Beverly Hills Brow Freeze hat, würde ich mal so sagen. Brush Up Brows Brow Soap. Das ist einmal diese hier. Und dazu gab es tatsächlich auch noch Spoolies, aber ich habe ja eigentlich welche, die ich dann auch immer weiter verwende. Das heißt, die hier werde ich dann meiner Freundin geben, meine Freundin Sandra, die nämlich für die Igel-Notfallhilfe oder so tätig ist im Tierschutz. Und die fragt mich immer, Mensch, hast du nicht vielleicht Spoolies oder so über? Denn immer wenn die dann halt jetzt so Wildtiere, wenn die da zur Rettung gerufen wird, dann braucht die halt Spoolies, um die Tiere halt zu befreien von was auch immer so in deren Fell oder Stachelgedönsen drin ist, ne? Bei Beauty Bay hat tatsächlich keine Mascara, aber Lashes, da habe ich mir die Faux Eyelashes geholt. Ich weiß gar nicht, in dem Style Dance. Jo, dann tanze ich mit euch. Tatsächlich, Leute, ja. Und das mache ich mir dann auch drauf, wenn ich mein Fullface bei Beauty Bay schminke. Und da bin ich sehr, sehr gespannt. Die sehen sehr heftig aus, aber ich wollte mir auch heftige holen, weil ich mir gedacht habe, man soll sie schon sehen, ne? Und das letzte, was ich von bei Beauty Bay bestellt habe, ist die Body Base. Da habe ich nur ein bisschen Angst. Ich wollte mir die nämlich eigentlich aufs Gesicht machen. Aber ich glaube, das ist eine blöde Idee. Da muss ich mich noch ein bisschen einlesen, ob das vielleicht sogar etwas ist, was selbstbräunermäßig ist. Müssen wir mal gucken. 100 Milliliter sind hier drin. Ist auch ein bisschen groß. Habe ich in der Farbe Light. Wird ausprobiert. Machen wir weiter mit Douglas. Und da habe ich eine Aktion wahrgenommen, die ich tatsächlich auch auf Instagram geteilt habe. Falls du mir dort noch nicht folgen solltest, mach das sehr, sehr gerne. Ich heiße da Claudis Welt unterstrich. Da teile ich nämlich, wenn zum Beispiel Urban Decay irgendwelche Paletten raushaut, die einfach super krass reduziert sind. Die war bei Parfüm Dreams auch super krass reduziert gewesen. Und ja, jetzt halt auch nochmal bei Douglas. Ich glaube, bei Parfüm Dreams war die irgendwie in einem Set günstiger. Da gab es auch irgendwelche Produkte mit dabei. Ich habe die dann ein bisschen später geholt bei Douglas. Ja, das ist diese She-Hulk-Palette, ne? Ich habe ehrlich gesagt von dem Film noch nicht so viel mitgekriegt. Wir haben hier jetzt keinen Spiegel oder sowas mit drin. Und angeblich kann man diesen grünen Ton, der in der Mitte ist, mit allen anderen Tönen auch kombinieren. Da müssen wir mal gucken. Und da haben wir matte Töne drin, wir haben schimmernde Töne mit dabei. Wir haben halt eher so diese grünlichen Töne, aber auch
auch diese lila Töne. Ich bin sehr, sehr gespannt darauf, weil eigentlich hat Urban Decay ja eine ziemlich gute Qualität. Also ich merke es ja jetzt aktuell, weil ich mich ja auch durch meine Lidschattenpalettensammlung schon seit letztem Jahr durchteste und jetzt gerade auch bei den Urban Decay Paletten angelangt bin, ne? Und da habe ich ja, wie gesagt, jetzt gerade die Naked Honey auf den Augen. Und ich muss wirklich sagen, dass ich vergessen hatte, wie gut die Qualität von den Urban Decay Paletten ist. Ja, ich freue mich auf jeden Fall darüber und habe sie wirklich, ich glaube, zum halben Preis oder so bekommen. Außerdem habe ich mir aus der Snow Much Love Kollektion von Essence diesen Creme-Highlighter geholt in The Snow Glow Show. Und das ist halt ein Highlighter, der überall anders ausverkauft war. Auch auf der Essence Homepage, als ich dort halt bestellt habe, ne? Und bei Douglas gab es den noch. Und als ich dort sowieso bestellt habe, habe ich den mitbestellt, weil dadurch habe ich dann auch einen Bestellwert erreicht, wodurch ich dann diese Goodie Bag bekommen habe. Wir bekommen ja immer wieder so eine Goodie Bag bei Douglas halt mit. Und die Tasche an sich sieht schon relativ hübsch aus. Das ist Douglas mit Suri Frei. Da haben wir halt verschiedene Sachen drin. Einmal hier die Magic Cream von Charlotte Tilbury, dann von Kiehl's die Avocado Nourishing Hydration Mask. Das finde ich auch ziemlich cool. Halt alles so in Probegrößen, ne? Von Rituals 2-in-1 Hair and Body Wash Sport Activated Charcoal Mint. Ja, ist halt auch mal was für den Mann mit dabei. Und von Kiehl's habe ich hier auch noch ein kleines Produkt, die Rich Nourishing Body Cream. Ja gut, mit 12 Gramm komme ich jetzt auch nicht allzu weit, ne? Aber gut, haben es besser als brauchen. Da ist man doch eigentlich ganz froh, wenn man so ein Täschchen mit dabei hat. Und es ist eigentlich, wie gesagt, halt auch echt ein schickes Täschchen. Dann hat der liebe Marvin Magnificent mit der Gender X Beauty Marke tatsächlich die zweite Palette oder die zweite Kollektion schon gelauncht. Und ich habe mir die erste schon gekauft, weil ich die interessant fand. Ich habe da auch schon ein bisschen mit den Produkten rumgespielt, ne? Und ja, also die sind extravagant, nicht nur von der Optik, sondern auch von der Formulierung, ne? Aber irgendwie schön. Und hier habe ich jetzt die Naughty or Nice 12 Farben Lidschattenpalette gekauft. Und die Looks, die er damit geschminkt hatte, fand ich jetzt ganz hübsch. Und deswegen habe ich mich da auch entsprechend von ihm inspirieren lassen. Jo, wir haben zwei, ich glaube, relativ lose Glitzertöne hier drin, in Schwarz, in Weiß, dann so normale Schimmertöne. Das ist eine etwas kühlere Geschichte, ne? Finde ich sehr, 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 sehr inspirierend, die Palette. Vielleicht ein bisschen zu dunkel für meinen Geschmack, aber ich habe Bock drauf, die auf jeden Fall mal zu testen. Und er hat natürlich auch hierzu wieder ein Pinselset herausgebracht. Und das ist so ein 10-teiliges Set und das finde ich wirklich, wirklich schön. Mag ich richtig gerne leiden. Vor allem finde ich hier diese Stiele wunderschön. Das ist so dieses Rauchige, ne? So durchsichtig und dann als wäre das so mit so einem Nebel durchzogen. Sieht wirklich wunderschön aus. Wir haben hier Augenpinsel mit drin, ein Highlighterpinsel, noch mehr Augenpinsel. Ich glaube, das ist auch das gleiche Set wie das, was er vorher rausgebracht hatte. Egal, also es gefällt mir von der Qualität her. Diesen Foundation-Pinsel finde ich richtig schön. Blush-Pinsel, noch ein Highlighter-Pinsel oder eher Face-Pinsel, Detail-Brush, bla. Und Puderpinsel, ne? Richtig, richtig cool. Werde ich auf jeden Fall verwenden. Weiter geht die wilde Reise mit Lethal Cosmetics. Da habe ich euch ja diese Surprise-Bags, Mystery-Bags gezeigt, die ich jetzt hier nicht so berauschend fand. Aber es wurden auch zwei neue Paletten gelauncht. Die habe ich einmal hier. Das ist einmal die Metamorphosis Pressed Powder Palette und die Evergreen Pressed Powder Palette. Lethal Cosmetics hat eigentlich eine super Qualität, was Lidschattenpaletten angeht, aber irgendwie nur in diesem Format. Ich weiß nicht warum, weil im Prinzip sind das ja die gleichen Lidschatten auch da drin. Also da bin ich einfach sehr, weiß ich nicht. Also die haben auch mal so kleine rausgebracht und die fand ich nicht so gut. Hier haben wir einmal die rote Variante, das ist dann die Metamorphosis Palette. Und auf der Palette selber ist auch eine, ja, Motte, ne, mit drauf. The most profound change is the one that gives you wings. Ja, schon irgendwie, ne? Das ist ja Metamorphose in einem Satz nochmal dargestellt. Diese Palette finde ich von den Tönen wirklich sehr, sehr schön. Wir haben so ein richtiges Gelb-Gelb, ein richtiges Gold-Gelb. Wir haben dieses leuchtende Orange. Wir haben auch hier so einen pinken Schimmerton oder rosa Schimmerton. Die ist schon sehr speziell, ne? Vor allem auch sehr mutig zu sagen, wir kombinieren halt diese gelben, grünen Töne mit dem roten und so. Finde ich sehr, sehr spektakulär. Und dieser Ton hier unten ist auch so ein, ja, Duochrome, ne? Also ihr seht ihn jetzt, glaube ich, grün in der Kamera. Der hat aber auch so rote Schimmerreflexe mit drin. Finde ich echt aufregend.
Und dann haben wir, wie gesagt, hier die Evergreen Palette. Da ist auch eine Motte drauf. Aber eine andere Motte. Okay, Hauptsache, läuft bei ihr. Ja, schick. Und hier haben wir natürlich dann mehr so die grüne, bläuliche Richtung. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Die erinnert mich auch ehrlich gesagt ein bisschen an die von bei Beauty Bay, ne? An die Dark Palette gerade. Finde ich echt hübsch. Sehr, sehr hübsch. Da, ja. Ich hoffe, dass ich die schon geswatcht habe, wenn ich euch das Video hochlade. Müssen wir mal gucken. Jo. Unser aller Beauty-Vorbild bei Beauty-YouTube, fast schon, würde ich sagen, ist ja Niki Tutorials. Und die hat ja letztes Jahr ihre Marke Nimia herausgebracht. Die hatten jetzt Sale. Und da habe ich mir zum einen das Setting Spray Set It and Forget It Setting Spray nachbestellt, weil ich das echt gut finde und das ja auch schon einmal da habe. Ne? Und das ist jetzt quasi mein Nachschub. Und dann hat sie eine neue Palette oder überhaupt eine Palette rausgebracht. Das ist von Nimia The Palette. Finde ich sehr, 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 sehr cool und ich freue mich drauf, damit auch rumzuspielen. Also super viele Lidschattenpaletten habe ich mir gekauft, sehe ich auch gerade. Das ist krass. Okay, da habe ich echt einiges auszuprobieren und einiges vor mir. Wahnsinnig schöne Farben. Wirklich, wirklich interessant. Auch das Orange, was da mit drin ist. Das ist ja diese holländische Nationalfarbe. Ne? Das sind, glaube ich, Orange sowieso, aber ich glaube Blau auch. Und wir haben hier noch so ein Booklet mit bei, wo sie halt ihre Looks auch quasi präsentiert hat. Wobei ich da echt nicht weiß, ob ich die nachschminken kann. Das sieht sehr, sehr speziell aus, ne? Weil sie hat halt einen super krassen Schminkstil. Mal gucken. Ja, und zu guter Letzt habe ich bei Sephora bestellt, denn ich habe einen Fehler gemacht, ich habe Katis Video geguckt. Contra Junkie, die hat ein bisschen mich Kati-fluenced, nennt man das ja so schön, denn sie hat diese Holiday-Sets eigentlich gebasht und hat dann aber auch gesagt, welche sie gut findet. Und was hat Claudi gemacht? Einfach mal bestellt. Oh wow, okay, also einmal habe ich hier von Fenty Beauty dieses Glossy Post Volume 5.0 mir gekauft. Das sind halt drei verschiedene Texturen von diesen Gloss Bomb Geschichten. Einmal Gloss Bomb Heat in Fenty Glow Heat, dann Gloss Bomb Cream in Cupcakein und Gloss Bomb in Fuchsia Flex. Sie schwärmt immer so davon. Und da habe ich mir gedacht, ja komm, dann probierst du die mal aus, ne? Weil ich habe halt dieses ganz normale Fenty Glow, also diese ganz normalen Glosse, aber ich habe halt die anderen Texturen nicht und sie schwärmte immer von und ich vertraue mega auf ihre Meinung, weil sie echt auch super ehrlich ist, ne? Und deswegen habe ich mir das Set einfach mal bestellt. Das sind drei Full Sizes und das war auch noch reduziert und da musste das natürlich sein. Dann habe ich mir auch noch bestellt, weil sie da auch von erzählt hatte, dass es Sinn ergeben würde, diese, ja, das sind ja auch diese neuen Texturen von den Lippies, ne? Ja, die habe ich mir bestellt. Einmal in der Farbe 01, die MVP. Keine Ahnung, was heißt dieses MVP überhaupt? Ich weiß es nicht. Da habe ich mich einfach mal verschluckt hier. Und 06, Shola Sister. Ja, muss ich mal rausnehmen. Ne? Also schöne Verpackung auf jeden Fall. Habe ich mir dann einfach jetzt mal selber geschenkt. Kann man machen, ne? Ja, und das sind halt nicht die originalen Verpackungen, sondern halt wirklich die Mini-Verpackungen von diesen, ne, Fenty Lippies. Weil diese Fenty Lippies haben ja irgendwie so eine wiederverwendbare Verpackung. Musste das sein? Ja, das musste definitiv sein. Und da haben wir auch hier drauf halt dieses Hexagon-mäßige. Das ist hübsch, ne? Die riechen auch angenehm. Ich mag den Duft von den Fenty-Produkten total gerne. Ja. Jetzt habe ich noch mehr Lippenprodukte. Ist doch schön. dann schwärmen sie auch immer von diesen Stunner Lip Paints. Und das ist ja quasi der Liquid Lipstick, den Fenty Beauty im Sortiment hat. Sie hat den in der Farbe Unbutton, den sie immer so anpreist. Ich habe mich aber für die Farbe 03 Uncuffed entschieden. Und sage Lütgen, was haben die für eine opulente Verpackung, oder? Ist ja natürlich auch die Originalgröße, die ich mir gekauft habe. Und das ist halt so ein recht kühler Ton. Aber ich habe mir gedacht, der könnte bei mir ganz gut funktionieren, sagte sie und hatte ungefähr die gleiche Farbe gerade auf den Lippen drauf. Läuft. Das ist aber ein Lippi, den gibt es nicht mehr zu kaufen. Der ist von Benefit. Den hatte ich mal irgendwann vor Jahren in der Glossy Box und der muss echt aufgebraucht werden. Da ist auch nicht mehr viel drin. Der wird jetzt auch demnächst aufgebraucht sein, ne? Aber ja, jetzt habe ich hier einen Liquid Lipstick und kann den mal ausprobieren.
Auch cardifluenced wurde ich von diesem Set, und zwar Rare Beauty Perfect Strokes Eye Essentials. Ich meine, die Mascara müsste ich da haben, aber den Eyeliner nicht. Und sie sagte, der Eyeliner wäre halt empfehlenswert. Und dann habe ich mir gedacht, okay, wenn man halt kein Montagsprodukt erwischt hat, welches ausläuft, glaube ich, war ihr Tenor dazu. Und ja, Kati, ne? Da lasse ich mich gerne von dir auch beeinflussen. Das ist ja interessant. Guck mal, wie der kommt. Okay, ja, dass auch bloß kein anderer den vorher geöffnet hat. Schön, lassen wir dann auch erstmal so weit in seiner Verpackung, ne, bis wir den dann auspacken. Und hier halt die Rare Beauty Mascara. Aber wie gesagt, da glaube ich, dass ich die tatsächlich schon mal hatte. Muss ich aber mal gucken. Ja, ihr merkt, preislich geht das Ganze gerade recht steil nach oben. Es gab auch irgendwie 20 oder 25% auf Natasha Denona und da war die My Dream Palette halt so reduziert. Und das ist ja auch diese ganz, ganz neue. Und die widerspricht jetzt ungefähr den Paletten, die ich auf dem Tisch liegen habe, denn die ist einfach mal Nude Heaven quasi, ne? Also das ist eine sehr romantische Palette, eine ja, zurückhaltende Palette. Trotzdem kann man aber auch mit den Tönen der Palette so ein bisschen eskalieren. Die habe ich mir dann einfach mal gegönnt. Genauso wie hier von Charlotte Tilbury. Da hat mich aber dann tatsächlich unser Freund Maxim angesteckt. Die Pillow Talk Beautifying Face Palette. Das ist diese hier. Wobei nicht nur Maxim. Es war auch tatsächlich Jenny von Jennys Highlights. Die sagte, die ist großartig. Ich habe mir die helle Variante davon geholt, weil ich bin ja echt ein helles Hauttönchen, ne? Und ihr Blushes und Highlighter und es sieht hübsch aus und alles ist Bettgeflüster, alles ist Pillow Talk, wisst ihr Bescheid. Aber Leute, das hier war jetzt mein Haul. Das waren jetzt die Produkte, die ich jetzt so in den letzten, ja fast schon Monaten, mir jetzt immer so zu Sale-Aktionen bestellt habe. Und ja, ich finde das eigentlich ganz cool, ne? Hab Bock drauf, die ganzen Sachen auszuprobieren. Da werdet ihr dann Content, wie immer bekommen. Und das war's dann auch hier von mir. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, welches Produkt du dir zuletzt so gegönnt hast, ne? Also wo du gesagt hast, oh, eigentlich muss das nicht sein, aber ich habe da Bock drauf, also hole ich mir das. Vielleicht hast du dir ja auch sogar mein neues Buch gegönnt, Hallo Mr. Bauchi, in der übrigens jetzt gerade sogar auf meinem Schoß sitzt. Ja, liegt. Sitzen kann er ja noch nicht. Und mir auch so ein bisschen die ganze Zeit reinquatscht, kleiner Mann, ne? Ja, und der zieht mein Oberteil runter, läuft bei mir. Okay, ja, das war's jetzt, wie gesagt. Und wenn dir mein Video gefallen hat, lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Hauls, hier unten meinen neuesten Upload, auf dieser Seite noch ein Video von mir und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!